dann hier so runter und darüber. Gut, München. Da sieht es jetzt nicht so aus, als ob es da eine Schule gibt. Stadt. Das ist schon wieder Österreich da unten gleich. Ja, will ich denn dann mit Bayern, nicht? Ah, die haben eine Eisenmine. Okay, ich will Bayern haben. Jetzt schauen wir erstmal nochmal. Also wieder mein Lieblingsbildschirm. Ihr kennt ja mittlerweile. Bayern ist uns mal unfreundlich hier. Maximilian der Zweite. Ja, Namensvetter. Okay. Also eigentlich sollte ich ja Verhandlungen mit denen eröffnen, Handelsabkommen anbieten, abschicken. Mag nicht so hoffen, dass dieses Abkommen unser... Ah, okay. Ja, haben wir einfach mal noch ein Handelsabkommen reingespült. Alles klar. Was ist eigentlich Louisiana feindlich? Warum sind die uns eigentlich feindlich gesonnen? Verstehe ich jetzt nicht. Protektorat Frankreich. Warum sind die uns feindlich gesonnen? Aber wir sind wenigstens nicht im Krieg mit denen. Kurland. Wo ist denn das? Der schaut ja noch grimmiger. Friedrich der Erste, Premierminister des Kurlandes. Ah, und steht unter dem Protektorat von Polen-Litauen. Ja, das... ja. Verhandlungen eröffnen, Handelsabkommen anbieten, übermitteln. Wagt nicht zu hoffen. Ich schaffe hier ja eins nach dem anderen ein Handelsabkommen. Was ist ein Krim... Was? Krim-Hanat. Ah, das ist irgendwo da unten. Das ist eine kleine Nation. Gut. Verhandlungen eröffnen. Da kann ich nicht. Devlet der Erste. Grüße. Die Höflichkeit gebietet, euch willkommen zu heißen. Aber mehr auch nicht. Ja. Da sind ja teilweise jetzt. Schauen wir mal. Bayern. Verbündete. Oh, Österreich und Württemberg. Scheiße. Das heißt, wenn ich nicht Bayern angreife, dann werde ich automatisch Österreich auf mich ziehen. Gut, das muss ich mir eben noch überlegen, Leute. Ihr dürft auch gerne in die Comments schreiben, was ihr euch so wünscht. Jetzt probieren wir einfach mal mit Frankreich auch irgendeine Verhandlung. Bündnis so einfach mal so anbieten. Monseigneur, kein Franzose von der Ehre, der seinen Monarchen respektiert, könnte so einen Unsinn zustimmen. Louis, der 14. Ja, gut. Gut, aber jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, von 990 auf 1629 Handelseinkommen verbessert. Damit haben wir eine Gesamtstaatseinnahme im halben Jahr von 10.247 und übrig bleibt uns davon 5710. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Dann beende ich diese Runde und wir schauen, was unsere Kontrahenten so betreiben. Und ich werde mir währenddessen mal was in die Kehle runterspülen. Damit, ja, damit ich danach weiter plaudern kann. Also die Engländer, die lieben ja Franzosen klatschen, wie ich das hier sehe. Die Franzosen, die kriegen ja permanent von denen auf die Schnauze. Also ich würde gerne demnächst eine Aufnahmepause machen, aber vorher möchte ich mich eigentlich noch in eine Schlacht zusammen mit euch stürzen. Sodass das irgendwie auch nicht die ganze, dass wir nicht die ganze Zeit in der Weltübersicht hängen und klar, ich meine, das ist natürlich der Hauptteil der Kampagne an sich, ja, die Weltkarte. Diplomatie. Ach, scheiße. Das ist ja genau das, was ich jetzt eigentlich nicht haben wollte. Habe ich euch irgendwie provoziert oder so? Jetzt führe ich gegen die Österreicher auch noch Krieg. Na, herrlich. Naja, dann kann ich wenigstens Bayern angreifen. Na, man muss immer das Positive aus den ganzen Sachen rausziehen, ne? Auch wenn man sich auch sonst wo irgendwo rausziehen muss. Macht furchterregend, Wohlstand reich. War spektakulär gewachsen. Ja, Wahnsinn. Ja, was anderes das annehmen kann ich ja nicht, ne? Ihr kaiserliche Ehre verlangt, dass wir euch den Krieg erklären. Schon bald werden wir auf eure Kosten königlichen Ruhm ernten. Guten Tag, ja. Bitte 13 Kolonien. Sie treten an meiner Seite mit in den Krieg. Das erfreut mich zutiefst. Sonst hat mir bis jetzt niemand den Krieg erklärt, will ich hoffen. Oh, der hat eine Uhr zwischen seinen Beinen rumbaumeln. Naja. Also jetzt haben wir ja schon mal eine schöne Ostfront hier aufgebaut, ja. Heißt da was? Jetzt werde ich gleich mal Bayern angreifen. Das ist wirklich, also das hat mich jetzt wirklich provoziert, diese Österreicher.
So habe ich nichts gegen die. Ich habe Familie in Österreich. Ja, aber deshalb, das. Warum haben die jetzt diesen Schritt gemacht? Wüsste ich gerne mal, an was das die KI bitteschön bemisst. Weil mein Reichtum jetzt auf spektakulär angestiegen ist und die mich wieder zurückdrängen wollen oder sowas in der Richtung. Nur weil ich meinen Haushalt gut schmeißen kann und die nicht. Mein Staatshaushalt. Ja, nicht so wie die Angela Merkel, die unseren Staat pleite gehen lässt und Milliarden nach Griechenland pumpt. Ah ja. So, Saarbrücken ist ja auch wirklich, also muss man sagen, die sind ja hier top. Ich glaube, mit denen muss ich mal ein Bündnis machen. Marokko, die betreiben Piraterie. Und wir drücken mal auf die Leertaste, damit die auch mal hier ein bisschen schneller unterwegs sind. Dass wir hier nicht so ewig lange da dazwischen hängen. Was ich schade finde, ist, dass man die deutschen Nationen irgendwie nicht auch mit Diplomatie einen kann. Das ist ein bisschen schade. Aufgrund der zu hohen Unzufriedenheit der unteren Klassen Unruhen ausgebrochen. Ah ja, jetzt kommt es. Besänftigen Sie die Bevölkerung durch Steuersenkungen oder entsenden Sie Truppen, um die Unruhen niederzuschlagen. Wie auch immer Ihre Entscheidung ausfällt, handeln Sie schnell, bevor die Unruhen zu einem Aufstand werden. Arbeiteraufstand in Westpreußen. Oh, 1489 Leute getötet. Beschädigte Gebäude der Weber. Weber. Volksmann gefunden. Minus 5% Rekrutierungskosten für Infanterie. Nicht alle Gefolgsleute. Oh, Staatsbeamter stirbt. Johann von Barfuß. Dieser Mann ist nach Jahren der treuen Dienste für die Regierung in seinem Amt gestorben. Es wird schwierig werden, einen Ersatz zu finden, der über die gleichen Talente und die Verwaltung einen solch ausgeprägten Sinn für Politik verfügt. Also einer meiner Minister hat soeben den Löffel abgegeben, was eine neue Nation entsteht. Weitere Nation hat sich von den Fesseln des Imperialismus befreit und ihre Unabhängigkeit erklärt. Erkennen Sie diese Unabhängigkeit an? Ich kann ja nur annehmen klicken. Das ist eins Zufriedenheit des Adels. Nicht jede Dame ist damenhaft, deshalb hat diese Dame ein extrem komfortables Leben. Gefolgsmann gefunden, Alexander Weinmann, eine weitere Mätresse in meinem Reich. So, damals, nee, Moment, wo haben wir jetzt Unruhen? Hier, Westpreußen. Oder ja, Moment, wir brauchen eigentlich bloß aufs... wer ist jetzt eigentlich gestorben? Nein, mein Armeeminister ist gestorben. Ach, Kacke. Was kann der? Er ist Schutzherr und das Leben ist schön. Alter 41 und Marus, Status Quo und harter Ruf, Alter 28. Dann hole ich mir den mal in die Politik. Der gibt hoffentlich nicht so schnell einen Löffel ab. Minus 2 Rekrutierungskosten für Landeinheiten, auf Forschungsrate für Wohneinheiten. Gut, der ist schon wieder ein bisschen besser dann. Schade, hey, dass mein Armeeminister gestorben ist. Fuck. Oh, sorry. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, das ist jetzt natürlich Westpreußen. Die Gesamtzufriedenheit der Bevölkerung. Ja, ich weiß. Gut, dann das mache ich immer so, ich befreie die Provinz kurzerhand von Steuern für ein, zwei Runden. Ich meine, das ist halt dann ein kleines Loch in der Staatskasse, aber ich kann so die Unruhen zumindest unterdrücken eine Zeit lang. Ah ja, Westpreußen. Ja, warum war ich da nicht? Ja doch, ich habe doch General und alles dort. Naja, die sehnen sich wahrscheinlich natürlich nach einer besseren öffentlichen Ordnung. Das gewähren wir ihnen natürlich gerne, so großzügig sind wir. Hier können wir jetzt gerade nichts machen. Dann schicken wir die nach Danzig, damit die öffentliche Ordnung da. Oder nee, Moment, ich mache das jetzt anders. Ich schicke jetzt meinen General. Machen wir das so, schicke ich da runter. Und zwar schicke ich, baue ich jetzt an der Grenze ein Fort, weil das kann man anscheinend nur mit einem General machen. Verteidigungsstellungen errichten! Hölzernes Fort Westpreußen, genau. Das Fort kann man auch ausbauen zum Artilleriefort. Das kostet 3000. Das ist ein bleibendes Verteidigungswert. Hölzernes Fort. Massives Baumstamm erbaut und mit Erdwellen versehene Verteidigungsanlage. Okay, das reicht jetzt eigentlich erstmal. Ich will nur die Österreicher am Vormarsch hindern, dass sie nicht gleich nach Danzig reinmarschieren. Ich hoffe sowieso, dass das jetzt eigentlich so schnell keiner machen wird. Die hier bereiten mir noch ein bisschen Sorgen. Die da so direkt vor meinen Toren rumlungern. Ich glaube, nach München kann ich die Runde sowieso nicht. Nein, da komme ich noch nicht hin. Aber das ist eh so mein nächstes Ziel wirklich, dass ich den Österreichern eins auswisch. Also eigentlich sollte ich gleich mal Breslau einnehmen.
Schlesien hätte ich damit auch unter meiner Kontrolle und wir sind jetzt auch noch schön mit mir im Krieg zusammen. Sind die eigentlich noch, was mich interessieren würde, sind die jetzt noch mit im Krieg? Ja, die machen sich ja Polen, Litauen, Preußen, okay, Barbaresken-Staaten und mit den 13 Kolonien eben auch, weil die an meiner Seite waren. Aber mit wem bin ich denn alles im Krieg? Ich war gar nicht hinzuschauen. Österreich, Barbaresken-Staaten, Polen, Litauen, Piraten. Ach, die anderen haben sich denen nicht angeschlossen. Ja, das finde ich ganz cool. Die hatten ja so viel Verbündete, die Österreicher, aber die haben sich jetzt dem Krieg nicht angeschlossen. Also das heißt, ich habe jetzt erstmal keinen Zwei-Fronten-Krieg zu befürchten, was gut ist. Westfalen und vor allem Württemberg, die stehen unter dem Schutz von eben von Frankreich und sowas da in der Richtung und von den Vereinigten Dingensstaaten da. Deswegen werde ich jetzt erstmal Westfalen und Württemberg, die sind beide ganz unten, Verhandlungen eröffnen, Handelsabkommen anbieten. Über diese Option verlangen Sie von einer anderen Nation zu Ihrem Protektorat zu werden. Protektorate können im Austausch für 50% Ihres Einkommens